Das Weltbild solidarischer Ökonomien, denke ich, ist letztlich die sich feste Überzeugung, dass die Welt veränderbar ist, sonst würden Menschen nichts tun. Wenn sie was tun, in dem Moment sagen sie durch ihr Tun, nicht mit Worten, sondern allein durch ihr Handeln, ja, diese Welt ist zu ändern. Und sie ändern ihre Welt damit und sie nehmen damit auch Einfluss auf andere Menschen, auf ihr soziales Umfeld. Auf welchem Weg diese Veränderung stattfindet, und das finde ich auch hier bei Attac das Schöne, das ist offen und da gibt es viele verschiedene Auffassungen und das ist sicherlich auch gut so, sich nicht in irgendwelchen Debatten darüber zu verfangen, ob wir nun eine Revolution brauchen oder den Kapitalismus verbessern oder vielleicht den Weg der Transformation wählen, dem ich persönlich eher anhängen würde, zu sagen, durch konkrete Schritte im Hier und Jetzt irgendwann hoffentlich vielleicht die gesellschaftlichen Verhältnisse insgesamt zu ändern. Aber es lohnt möglicherweise gar nicht darum, darüber zu streiten. Luis Razzetto, der schon erwähnte Erfinder und Präger des Begriffs solidarische Ökonomie, hat 10 Wege zur Solidarwirtschaft mal aufgestellt, die sicherlich auch nicht erschöpfend sind aus der Situation in Chile damals. Was eigentlich nur deutlich macht, es gibt sehr unterschiedliche Ausgangspunkte, sehr unterschiedliche Ausprägungen dieser wirtschaftlichen Alternativen. Mit dem Menschenbild verstehe ich es ähnlich. Menschen sagen, wir können es tun. In dem Moment, wo sie es tun, haben sie auch das Zutrauen in die eigene Kraft, in die eigene Selbstorganisationsfähigkeit, auch in die Fähigkeit, in die eigene Kooperationsfähigkeit. Und entgegen diesem Homunculus der bürgerlichen Betriebswirtschaftslehre, diesem Homo economicus, wo wahrscheinlich nicht mehr bürgerliche Ökonomen sagen würden, dass es den wirklich in der Realität gibt, sondern es ist eine theoretische Konstruktion, die aber den ganzen wirtschaftlichen Berechnungen zugrunde legt, zu sagen, Menschen handeln nur egoistisch, nur auf ihren eigenen Nutzen bedacht. Vielleicht gibt es aber auch den Homo cooperativus, und zwar gar nicht unbedingt, weil er der bessere Mensch ist und auch gar nicht unbedingt aufgrund von Ansprüchen. Ich bin eher zunehmend davon überzeugt, dass Menschen durchaus egoistisch handeln und dass das auch ihr gutes Recht ist. Aber ich glaube, wenn alle Menschen wirklich egoistisch, das heißt im Einklang mit ihren persönlichen Bedürfnissen handeln würden, wäre, glaube ich, die Welt schon ein bisschen besser, wenn sie das nämlich überhaupt könnten und dürften. Weil was diese gesellschaftlichen Verhältnisse an Unterdrückung eigener Wünsche und Bedürfnisse bedeuten, das kann sich ja jede und jeder wahrscheinlich im eigenen Leben selber vorstellen. Und Ökonomie ist existenziell auf Kooperation angewiesen. Es gäbe überhaupt keine Ökonomie ohne Kooperation, weil niemand kann sich ein Haus ganz alleine bauen, alles anbauen, was du zum Essen brauchst und noch die anderen Dinge, die der Mensch zum Leben benötigt, alle allein herstellen. Wirtschaft ist immer kooperativ. Insofern sind die theoretischen Annahmen der bürgerlichen Ökonomie, glaube ich, ein bisschen fernab der Realität auch. Menschen sind in der Lage, die Rolle als Opfer der Verhältnisse zu verlassen. Sie können das tun. Marke Eigenbauer war so ein nettes Buch, was vor 2 Jahren, glaube ich, erschienen ist, wo Leute die neue Lust am Selbermachen ein bisschen dargestellt haben. Und das zeigt für mich zweierlei. Zum einen gibt es auch ein ganz tiefes Bedürfnis von Menschen, die Welt selber zu gestalten, selber machen. Andererseits wird das sofort und ganz schnell von der herrschenden Marktökonomie auch wieder vereinnahmt. Es gibt das Customizing, also sich Produkte selber herzustellen, individualisierte Bilderbücher, jetzt in der U-Bahn gerade Werbung für individualisierte Brillen, alles mögliche. Also der Kapitalismus vereinnahmt diese Impulse, auch trotzdem sind sie da und das sind Ressourcen, menschliche Fähigkeiten, die Menschen auch in selbstbestimmten Zusammenhängen der Ökonomie einsetzen können. Jetzt aber zur Praxis. Die Praxis der solidarischen Ökonomie ist ein weites Feld und hat sehr viele Gesichter und es gibt nach meiner festen Überzeugung keine Instanz, die das Recht oder die Macht hätte, diese solidarische Ökonomie allgemein verbindlich zu definieren, weil es ein so breites Feld ist und weil in dem Moment, wo Menschen es tun, sich in diese demokratischen Prozesse hineinbegeben, entscheiden sie selber und niemand anderes. Sie allein entscheiden darüber, was sie sich für Ziele setzen, wie sie diese Ziele umsetzen und auf welche Art und Weise sie das machen. Und das kann ihnen niemand anderes sagen. Man kann es mit Interesse sich anschauen, wie das passiert und sich daran freuen an der Vielfalt, aber niemand kann sagen, das ist es und das ist es nicht. Das muss man schon denen überlassen, die es tun. Das heißt, es handelt sich aus meiner Sicht um aktive Demokratie. Es gibt viele Formen von Demokratie, nicht nur Kreuzchen machen und andere machen lassen, sondern auch es selber tun und viele Zwischenformen. Ich denke, es geht auch gar nicht darum, was besser oder schlechter ist, aber darum zu sehen, wenn Menschen etwas selber tun, ist das eine andere Form der Demokratie.
Zusammenarbeit, Bedürfnisbefriedigung sind alles Dinge, die diesen schönen Satz oder diesen schönen Ausspruch People before Profits unterlegen und deutlich machen, es geht immer um Menschen und nicht um Gewinn. Aber, also ich würde sagen, vielleicht ist People before Profits ist möglicherweise das, was die verschiedenen Akteure solidarischer Ökonomien eint, wo es vielleicht nicht so ganz viel Widerspruch gibt, aber schon, wenn man genauer darüber spricht, gibt es ganz, ganz unterschiedliche Auffassungen, auch in der solidarökonomischen Szene, dazu, ob es gar keine Gewinne geben soll, ein bisschen, ob sie ausgehandelt werden sollen, wie sie verwendet werden sollten. Die Frage ist ja auch immer, wie entstehen eigentlich Gewinne? Also Gewinn ist ja das, was am Ende des Wirtschaftsprozesses übrig bleibt, ja, als Überschuss der Erträge über den Aufwendungen. Wie ist das zustande gekommen? Sind faire Preise an die Zulieferer gezahlt worden? Sind eigentlich gerechte Löhne gezahlt worden? Oder ist vielleicht nur deswegen kein Gewinn, weil irgendwelche Manager sich unheimlich viel Kohle rausgezogen haben und dann waren das eben Kosten und nicht Gewinn? Also Gewinnbestandteile können natürlich auch schon im Wirtschaftsprozess, bevor der Gewinn nachher übrig bleibt, abgezweigt werden oder kreiert werden, je nachdem. Das heißt, es ist ein ganz kompliziertes Feld. Wichtig finde ich auf jeden Fall, sich klar zu machen, dass Gewinn nicht gleich Profit ist. Gewinn ist der Überschuss, der wie auch immer fair oder gerecht übrig bleibt am Ende, aber wie er verwendet wird, ob er privat angeeignet wird als Profit, das ist im Deutschen ganz schön, da kann man das klar sagen. Gewinn ist das, was übrig bleibt, Profit ist das, wenn es privat angeeignet wird. Der Gewinn, der drin bleibt im Unternehmen, der ist kein Profit, sondern dient möglicherweise auch sehr vernünftigen und notwendigen Zwecken. Was aber vielleicht man zumindest sagen kann, eine Ökonomie, die nicht vorrangig der Gewinnerzielung dient, wo nicht das Ziel und Zweck, der Antrieb dieser Ökonomie die Gewinnerzielung ist, sondern wo es um Bedürfnisbefriedigung geht, das könnte Mensch sich unter solidarischer Ökonomie vorstellen. Nochmal Luis Razzetto, er sagt, die Wirtschaft der Solidarität wird nicht eine eng definierte und einzige Weise sein, wie die wirtschaftlichen Aktivitäten und Einheiten organisiert werden können. Es wird darum gehen, mehr Solidarität in die Unternehmen, in den Markt, in den öffentlichen Sektor, in die politische Ökonomie, in den Konsum, in die Sozial- und Personalausgaben etc. zu bringen. Und er macht damit auch deutlich, es gibt eben nicht diese nur abgetrennten Bereiche solidarische Ökonomie und kapitalistische Ökonomie, sondern ganz wichtig, in alle Bereiche der Ökonomie die Solidarität reinzutragen und sie mehr solidarisch machen, als sie bisher sind. Selbst auch die Ökonomie in den Konzernen, in öffentlichen Unternehmen, in wo auch immer. Und weiter sagt er, Tatsache ist, dass solidarische Beziehungen und solidarisches Verhalten existiert. Überall meint er damit wirklich. Übrigens hat die Solidarität Abstufungen und es wäre ein Irrtum, sie nur in ihrer edelsten und reinsten Verkörperung anzuerkennen. Es kommt also eigentlich auch weniger darauf an, das jetzt klar zu definieren, die Guten und die Schlechten und was weiß ich, sondern wie blicken wir selber drauf, sich auch des eigenen Blicks klar zu werden, weil es ist immer ja nur der eigene. Und unter den Aspekten gesellschaftlicher Rahmenbedingungen Auseinandersetzung zum Beispiel zu gucken, aus welchen Konflikten entstehen diese Projekte einer anderen Ökonomie, zu gucken, wer sind die Akteure, was tun sie ganz konkret als Unternehmen, als Austauschbeziehung, als Kooperationszusammenschlüsse, als soziale Bewegung, als was auch immer. Ökonomie steckt in viel mehr Dingen drin, als Mensch so denkt. Überall, wo eben Ressourcen und menschliche Arbeit zusammentreffen, ist Ökonomie. Dann gibt es große, mittelgroße und kleinere Strukturen von lokal, regional bis international und immer die Frage, was wird dort getan und aus meiner Sicht die allerwichtigste Frage eben, wie und auf welche Art und Weise passiert das. Diese Keimform einer anderen Welt, die Projekte einer anderen Ökonomie sind, finde ich, immer Versuche. Der schöne Zapatistensatz, fragend schreiten wir voran, passt da, finde ich sehr gut. Sie sind immer in bestehende Verhältnisse eingebunden, es gibt keine 100-prozentige Abschottung, selbst umsonst Projekte leben davon, dass entweder Abfälle produziert werden in der herrschenden Ökonomie oder dass Menschen darin aktiv sind, die aus anderen Quellen ihr Leben bestreiten können. Man entgeht dem nicht und das ist ja auch gar nicht vielleicht so wünschenswert, sich komplett abzuschotten. Es ist auch immer Selbsthilfe von Menschen, wie sie sind. Menschen sind, wie sie sind, unterschiedlich, mit Fehlern behaftet und das dürfen sie auch. Es sind nicht die besseren Menschen, die in der solidarischen Ökonomie sich bewegen. Man muss keine
maßlosen Ansprüche an die Stellen, die etwas tun, dass sie nun gleich alle menschlichen Schwächen abgelegt haben müssen. Die sind nicht anders als alle anderen auch. Und diese Vorhaben müssen immer Kompromisse schließen mit der Realität, haben immer Widersprüche. Es ist nicht die Frage, gibt es das widerspruchsfreie Projekt, das perfekte oder nicht, sondern nur wo und in welchem Maße müssen diese Kompromisse geschlossen werden. Es gibt marktnahe oder marktferne Versuche. Sie sind, denke ich, immer gefährdet und zwar nicht nur von der bösen Welt. Gerade in unseren relativ privilegierten Lebensverhältnissen hier mache ich die Erfahrung, dass diese Projekte einer anderen Ökonomie oftmals sich selber viel mehr gefährden, als sie von außen angegriffen werden, dass die gruppendynamischen Strukturen nicht tragfähig sind, dass die Menschen selber miteinander das nicht geregelt kriegen, weil wir es ja auch leider nie gelernt haben. Wir sind ja eher auf Konkurrenz und sich alleine durchboxen getrimmt. Und ich hoffe immer, das ist meine ganz persönliche Hoffnung, aber erstmal, dass sie auch solidarisch miteinander umgehen und mit den anderen versuchen und sich selber als Versuche begreifen und anerkennen können, dass andere Menschen anderes versuchen. Und ich finde es immer sehr schade, wenn manchmal Leute meinen, sie haben jetzt den richtigen Weg gefunden oder so. Aber vielleicht wird das auch besser. Nochmal, bevor ich jetzt zu den Praxisbeispielen komme, Luis Razzetto, der sagt, was ich mit Sicherheit behaupten kann, ist, dass die Wirtschaft der Solidarität keine Utopie ist. Utopie ist, was an keinem Ort existiert. Aber die Wirtschaft der Solidarität ist ein wenig überall und von dort lädt sie uns ein, sie weiterzuentwickeln. Das finde ich einen ganz schönen Satz. Jetzt habe ich ganz kurz, ich komme jetzt auf praktische Beispiele, habe euch ganz kurz mal das Inhaltsverzeichnis von meinem kleinen Wegweiser Solidarische Ökonomie hier reingetan, einfach um mal eine mögliche Struktur zu zeigen, ohne da näher drauf einzugehen, wie man rein anhand der Phänomenologie dieser Projekte und Vorhaben die vielleicht sortieren kann. Das ist ja sonst gar nicht so einfach, das alles zu verstehen in der Vielfalt. Es ist ein möglicher Blickwinkel, ein Versuch, findet ihr auch im Internet, also die Links zu meinem Buch sind im Internet veröffentlicht, das Buch irgendwann sicherlich auch mal. So, und jetzt die Beispiele, auf die ich gleich kurz eingehen möchte. Genossenschaften. Gibt es schon sehr lange als Form des gemeinschaftlichen Wirtschaftens, auch wenn Sie vielleicht den Begriff solidarische Ökonomie nicht mal verwendet haben, denke ich, die fallen da sicherlich grundsätzlich drunter. Anfang des 19. Jahrhunderts begann es, dass sich landwirtschaftsproduktiv, Konsum, Kreditgenossenschaften, also verschiedenste Zusammenschlüsse gebildet haben, weil Menschen aus Notsituationen, weil sie das, was sie brauchten, nicht bekommen haben oder nicht in ausreichender Qualität bekommen haben, selber herstellen mussten, sich zusammengetan haben, gemeinsam gewirtschaftet haben. Es galt dann lange Zeit der alten Genossenschaften neben Gewerkschaften und Partei, also sozialdemokratischer Partei, als dritte Säule der Arbeiterbewegung. Es gab also ein ausgeprägtes Klassenbewusstsein früher. Heute ist es so, dass viele, gerade große Genossenschaftsverbände, das gar nicht mehr so gerne sehen, im Zusammenhang mit Alternativen genannt zu werden, weil es eher so ein Mittelstandsselbstverständnis gibt. Viele große Genossenschaften, man denke an die großen Raiffeisengenossenschaften, Volksbanken, ja, die sich in ihrer Geschäftspolitik leider immer mehr normalen Banken angleichen, auch wenn sie nach wie vor Genossenschaften sind, ja, oder große Wohnungsbaugenossenschaften, die überhaupt großteils gar nicht mehr den Nutzen für ihre Mitglieder so im Mittelpunkt stehen haben, sondern eher wie einfach normale Wirtschaftsunternehmen sich verhalten. Es gibt im Moment 8.334 Genossenschaften, kann man im Handelsregister sich angucken, im Internet, sehr unterschiedlicher Art. Genossenschaften sind trotzdem sicherlich mehr als eine Rechtsform, weil eigentlich geht es beim Genossenschaftsgedanken um die Förderung der Mitglieder. Und es gibt sehr, sehr unterschiedliche Formen von Genossenschaften, die ich jetzt auch nicht alle im Einzelnen ansprechen werde, eben je nach Bedürfnislage, je nachdem, wozu, zu welchem Zweck sich Menschen zusammentun. Und es gibt auch sehr viele Unternehmungen, gerade aus den 70er, 80er Jahren der alternativen Ökonomie, die eigentlich als genossenschaftliche Betriebe verstanden werden können, sich aber in anderen Rechtsformen gegründet haben, weil die Genossenschaftsgründung bis vor etwa 10 Jahren in Deutschland also sehr kompliziert und sehr teuer war. Es ist noch immer nicht so ganz ohne, aber einfacher geworden.